Das Schlimme an Trendnachrichten ist, dass die vorgestellte Mode meist erst in einem halben Jahr käuflich zu erwerben ist. Zum Beispiel dieser Enkelboot mit trendy Brikettplateau aus Holz. Lässige 1000 Euro kostet der Fußschmuck von Finsk, einem der 20 erstmals auf der Schuh-Ordermesse GDS präsentierten Design-Trendsetter. Apropos Trends. Ich glaube fast sagen zu können, dass 2015 das Jahr des Sneakers wird. Diese weißen Sneaker, die kommen so ganz ohne Schnörkel aus, also ohne Schnickschnack. So fast so ein bisschen so 80er Jahre, so dieser typische Tennisschuh-Look. Gutes Thema, kann ich wirklich nur empfehlen. Schwarz und Metall auch im Trend an diesem Booty von Laurence Dacquart. 1600 Euro stünden zu Buche für das qualitativ vielleicht wirklich Beste, was Schuhhandwerk zu bieten hat. Und auch das Design ist High-End, absolut up-to-date. Soweit die Damentrends. Aber was ist mit den Herren der Schöpfung? Einen schönen maskulinen Halbschuh. Es darf gerne ein Broke, es darf ein Budapester sein, weil von den ganzen Boots, die jetzt die Männer ja auch alle im Schrank haben, wird es mal wieder Zeit für neue Halbschuhe. Oder auch der Doppelmonk, das ist der mit den zwei Schnallen. Einfach super. Voll im Trend also dieser cognacfarbene Broke-Boot von Ted Baker. Selbst im dunklen Treppenhaus ein leuchtendes Beispiel.